Yo, YouTube, was geht ab? Wir sind's wieder, Plazy für euch am Start. Julian ist da, ich bin auch dabei und wie ihr seht, sind wir wieder in unserem Haus hier in Minecraft und ja, sind hier direkt in der nächsten Folge. Und ja, wir hatten eigentlich jetzt nichts Größeres geplant. Die Sachen, die halt noch anstehen, Julian wird wahrscheinlich hier am Keller weiterbauen. Genau. Und ich oben das Haus fertig machen. Ja, oder ich soll helfen dir oben. Kommt drauf an, ob du da Hilfe brauchst. Im Grunde genommen brauche ich keine Hilfe. Was ich nur machen wollte, ist, ne, Holz haben wir hier noch. Ja gut, dann brauche ich erstmal nichts. Okay. Muss ich gucken. Ups, da habe ich das Block hingesetzt. Bräuchte nur irgendwie Stein. Haben wir noch Stein übrig? Ja. Brauchst du denn da oben noch Stein? Ich brauche keinen Stein mehr, nee. Dann kann ich mir vielleicht den letzten so unter die Finger reißen. Mach das. Denke, so extrem groß wird der Keller auch nicht. Naja, kann ja so unterm Haus sein irgendwie. Ja, so, dass da vielleicht, ja, weiß ich nicht, ja, die Kisten reinpassen, vielleicht noch die ganzen Ofen. Aber jetzt nicht so wie bei der PS3, wo es dann irgendwie in so eine Monsterfalle geht. Das war dann vielleicht doch nicht so optimal. Ich glaube, wir haben die Monsterfalle damals eh nicht so benutzt, weil die irgendwie nicht so richtig funktioniert hat oder wir die gar nicht gebraucht haben. Ich weiß es gar nicht Ja, mehr. vielleicht lag das an der PS3, dass wir die dann nicht richtig in Schwung bekommen haben. Hier könnte man die natürlich machen am PC, vor allem weil wir hier schon kräftig Monster haben. Aber ist die Frage, ob wir es brauchen, ne? Meiner Meinung nicht. Naja, hin und wieder kann so ein Monster schon ordentlich was droppen, wenn das Ding tot geht. So ein Zombie kann ja auch irgendwann mal Eisen droppen. Obwohl, wenn wir später genug selbst finden, dann brauchen wir uns da ja nicht zu bedienen. Ja, vielleicht Ja, schreibt das sehe ihr ich mal auch in die so. Kommentare, ob so eine Monsterfalle eher wichtiger wäre oder eher unwichtig, was man eigentlich gar nicht braucht. Vielleicht habt ihr da ja irgendwelche Argumente, die dafür oder dagegen sprechen. Und dann können wir das ja immer noch sehen, ne? Auf jeden Fall geht hier meine Steinspitzhacke gleich zugrunde. Da war sie weg. Nur noch eine Holzspitzhacke jetzt hier. Muss ja auch aufgebraucht werden. Hier ist überall dieses blöde Diorit. Das ist einfach schrecklich. Dann werde ich wohl noch mal später Holz holen gehen, damit ich dann hier ein paar Kisten zusammen bekomme. Das hört sich nach einem Plan an. Dann werde ich jetzt nochmal schnell Spitzhacke hier bauen. Ja, wenn nicht, dann können wir den Keller ja irgendwann eh größer bauen, wenn der zu klein wird. Ja, können wir machen. Aber Hauptsache, da reicht erstmal fürs Erste und dann ist ja auch gut.
Hauptsache, wir können hier demnächst einziehen. Naja, im Grunde genommen sind wir ja in der letzten oder vorletzten Folge schon eingezogen. Naja, das Also, stimmt aber schon. Aber ich meine jetzt so, dass das Haus dann auch fertig ist. ja, das nächste Geschoss hier ist eigentlich auch schon fertig. Oh, ja. Ich gerade fertig gemacht. Aber unbedingt Fackeln reinstellen. Also, es kann sein, wenn das nicht ausgeleuchtet ist, dass sie in der Nacht hier kommen und dann macht's dann irgendwann Bumm. Das wäre natürlich schlecht für die Bude. Dann bringe ich jetzt mal ein klein bisschen Holz an Land. Ja, Holz wie immer. Das brauchst du noch in Massen, ne? Ja. Oh Mann, es wird auch schon gleich dunkel. Vor allen Dingen, die Bäume kommen langsam wirklich nicht mehr hinterher. Wir haben jetzt hier noch so viele Setzlinge stehen. Müssen dann echt warten, bis sich dann hier Bäume entwickeln. Oh, jetzt wird's dunkel. Jetzt erstrahlt der Mond noch die Erde, aber jetzt wird's stetig dunkler. Stetig. Also, ich komme gleich zurück, ne? Jo. Ich weiß noch schnell, dir die Setzlinge zu setzen. Bestimmt. Oh nein, da kommen schon die Monster. Ich komme jetzt wieder zurück. Er hat jetzt noch für 35 Holz gereicht. Aber der Keller ist jetzt soweit fertig. Wenn es denn jetzt auch Helge noch hier ist. Ja. Ich denke, hier sollte nichts spawnen. Ich höre da draußen auf jeden Fall schon die Monster. Ein Teil der Hölzer, die ich da jetzt vorhin geholt habe, die verbrauche ich jetzt leider schon selber wieder, ey. Also ich habe jetzt kein Holz mehr, aber das ist, glaube ich, erstmal gar nicht so schlimm. Ja, Holz haben wir hier sonst noch. Also, die Anzahl ist auf jeden Fall noch da. Was für Steine gibt es denn noch? Es gibt ja diese Stein, Diorit, Granit und. Ach nee, oder hier kommt wahrscheinlich. Andesit gibt es irgendwie sowas noch, falls das noch Ja, ich jemand würde hat. sagen, dann kommt hier in diese Kiste vielleicht nur Stein. Ich habe jetzt Kisten für Holz und Stein.
Und dieses Diorit müssen wir sehen, was wir damit machen, ob wir das im Müll werfen. Weil eigentlich brauchen wir das ja wirklich nicht. Nee. Wollen wir schlafen gehen oder? Jo, können wir machen. Auf jeden Fall habe ich eben aus dem Fenster geguckt, da lag noch so unverarbeitetes Holz draußen. Das kann sein. Werde ich da jetzt gleich reinholen. Dem ich sicher gegangen bin, dass ich hier raus kann. So. Es waren zwei Holz. Besser als nichts. Ich mache mir noch ein paar Holzäxte und dann gehe ich nochmal in den Wald. Kannst auch Steinäxte machen. Ja, meine ich ja Steinäxte, nur wir haben keinen Stein. Ja. Warte, dann hole ich jetzt erstmal ein ganz kleines bisschen Stein. Ja, sonst kümmere ich mich erstmal um das Gerüst draußen, weil ich ja jetzt da das Dach noch bauen muss und alles. Ich hole jetzt erstmal nur so viel Stein, dass du dir Äxte bauen kannst, wir uns erstmal die Werkzeuge auch bauen können. An den Werkzeugen oder ja doch, an den Werkzeugen soll es nicht scheitern, ne? Das wäre ja scheiße. Ja. Brauchst du Stein dringend? Soll ich erstmal jetzt einen Teil zurückbringen und dann weiterfarmen? Ja, ne? Ja, wäre glaube ich besser. Also weiß ich nicht, für das Haus an sich brauche ich theoretisch keinen Stein mehr. Ja, aber für die Werkzeuge. Ja, für die Werkzeuge immer. Weil wenn du dir da jetzt Äxte draus machst und dann Holz holst, dann können wir da natürlich einiges draus machen. Ich tu mal Stein in die Steinkiste. Also unten ist jetzt Stein, falls du da Interesse hast. Ja, mache ich gleich. Ich komme gleich wieder runter. Ich habe noch mal so ein hier sowas aufgebaut, damit ich dann hier später an das Dach besser rankomme. Sieht jetzt zwar nicht so pralle aus, aber es kommt ja wieder weg. Ist ja egal. Warte, Stein kommt da gleich wieder rein. So, hier in diese Lücke kommen dann gleich zwei Öfen noch rein. Jo, ist bestimmt gut. Ich gehe jetzt erstmal da in den Wald Holz machen. Das ist gut. Boah, das ist ja jetzt aber wirklich ein Gerüst, du. In der Spielphysik hätte würde das, glaube ich, nicht funktionieren.
stimmt allerdings. Aber es ist ja ein Spiel. Und in Spielen ist ja alles möglich, ne? So. Da können die größten Schwachmaten zu Helden werden. So, dann mache ich diese Spitzhacke hier noch voll Stein. Immer weiter. Hab jetzt schon wieder 33, ne, 36 Cobblestone. Tendenz steigen. Ich habe auch schon ordentlich an Holz hier gesammelt. Zur Not kann ich dir noch eine Steinaxt geben. Ich habe mir drei gemacht. Ich glaube, das reicht Ja, auch erstmal für den Bedarf. dann behalte ich die erstmal, die ich habe, falls ich dann irgendwann noch mal losziehen muss. Aber ich wurde ja erstmal mit Stein beauftragt. Von unserem Bauleiter. Ja. Oh, ich Irgendwie. bin an eine Höhle gestoßen. Ach du Scheiße. Und gibt's da irgendwas? Das weiß ich noch nicht. Oh. Gut, dass sich der Julian nicht gerade runterbaut, ey. Dann wäre er ja richtig aufgeklatscht. Ach Scheiße, ich hab kein Werkzeug mehr. Kann er jetzt nicht runter. Also. Geh da gleich runter. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Aber ich bringe jetzt hier noch Stein zum Haus. Du baust da noch ein bisschen Holz ab. Ich weiß nicht, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, ne? Ich bin mir nicht sicher, ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Die Zeit verfliegt eh immer so schnell. Ja. Aber wollen wir mal zum Vorteil der Zuschauer entscheiden? Dass wir ein bisschen Ja, länger machen wir machen. mal. Ja. Noch 5 Minuten, dann sollte es auf jeden Fall reichen. Alter, ich hasse diese großen Bäume, Alter, die sind so scheiße, du kommst an das Holz da einfach nicht ran. Also so Ja, ohne stimmt. weiteres. Hast recht. Ach so, dann muss mir jetzt hier noch Spitzhacken machen. Dann gehe ich noch mal kurz in die Höhle und schaffe die ein bisschen aus. Dann berichte ich dir, ob da was drin ist. So. Ansonsten können wir irgendwie auch mal, wenn du da jetzt eine Höhle gefunden hast und so, irgendwie hat mich das gerade so auf die Idee gebracht, irgendwann sollten wir vielleicht mal so eine feste Mine einrichten, wo wir dann mal so eine Art Test, Mine machen. Ja, da hast du meine Mine mal gesehen, wie viel Steine ich hier schon rausgeholt habe. Nee, ich war da noch nicht, aber ich glaube dir das mal, wenn du das so sagst. Das wäre auch ein Fehler, wenn du es nicht tun würdest. Nee, aber ich bin Auf jetzt. jeden Fall ist der Berg hier jetzt wieder kahl, nachdem ich hier die Seite wieder abgebaut habe, Also da scheint eine am. Grö. Ja, ach so, ja. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber es scheint eine größere Höhle zu sein und hier ist ganz viel Kohle schon mal. Oder komme ich jetzt ohne weiteres nicht ran? Ja, sonst Lava müssen ist wir da hier auch irgendwann in der mal. Höhle. Und hier geht's raus. Da ist Eisen und ein Lavabad. Und ich komme hier in irgendeiner Sandregion raus. Am Strand oder so. Oh, ja, hier ist ein kleiner See und dann bin ich hier. Okay. Oh! Oh, Alter. Ich habe gedacht, hier zündet sich ein Creeper, aber hier muss irgendwie Steins.
Sand eingestürzt sein, sodass das diese komischen Sandgeräusche gemacht hat. Ich dachte, jetzt zündet sich da was. So. Ach so, nee, das war nicht der Sand. Das war das Lava. Ich bin hier an so eine Wasserquelle und das Wasser ist da rein. Oh, das ist ein Bogenschütze. Und hat die Lava erloschen, deswegen. Ach ja, dann zischt das immer. Ja, genau. Also viel Eisen war das jetzt hier nicht. Da ist noch Eisen. Das kann ich jetzt hier schlecht sehen, weil. Oh, da kommt ein Creeper. Fuck, 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 fuck. Ja, wir müssen hier zu zweit wohl noch mal anderes Mal rein. Ja. Weil ich glaube, jetzt können wir die Folge so langsam beenden. Ja. Also schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, dann könnt ihr gerne die Folgen liken, kommentieren, immer fleißig, wenn euch was gefällt, nicht gefällt oder ihr einfach nur irgendwas anmerken wollt. Ja, und wenn es euch ansonsten gefallen hat, und ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns nochmal, da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, schaut wieder rein, haut rein, ciao!